Let's go, Frühstück. Guten Morgen. Also ich habe keine Ahnung, was das hier ist, aber ich probiere es einfach mal. Das ist das Frühstück. Und das ist voll krass. Wir haben hier sogar schon so Mittagsessen-Sachen. Voll krass irgendwie. Das sah halt lecker aus. Aber wir haben 7 Uhr morgens. Okay, das ist nichts für mich. Und die Waffeln sind leider leer. Da vorne waren Waffeln. Hier gibt es auch noch was. Ich glaube, das da ist Papaya. Ich habe jetzt einfach mal, ich hoffe, da ist kein Fleisch drin, so Kartoffelpüree geholt. Und ich habe keine Ahnung, was das hier ist, aber sieht auf jeden Fall so interessant aus. Der Pool macht leider erst um 9 Uhr auf, sonst hätte ich einfach direkt heute Morgen so eine kleine Schwimmrunde eingelegt. Was ist das denn? Sieht voll süß aus. Krass, wie die einfach gießen. Einfach mit so einem Fahrzeug. Katastral. Och, du meine Güte. Ich habe jetzt einfach gerade hier das extra drüber gezogen, weil ich die ganze Zeit im Rucksack hatte. Denn wir sind jetzt hier gerade im Wat Pho. Den zeige ich euch jetzt nämlich. Ich bin hier schon vor ein paar Jahren mal mit einer Freundin gewesen, die ist total cool. Ich habe sie nämlich gerade total wiedererkannt. Hier bin ich mit ihr gewesen und überall hier, weil wir sind hier gerade im Wat Pho. Hier ist einfach so ein riesengroßer Buddha. Unglaublich, wenn wir hier sein können. Kann man sogar einfach seine Flasche auffüllen. Mega nice. Hier sind überall so richtige krasse Buddha-Statuen im Wat Pho. Das ist unglaublich. Wie wunderschön. Und ihr solltet natürlich bedenken, wenn ihr immer in solche Tempel geht, dass ihr eure Schuhe natürlich auszieht. Meine gerade wieder angezogen. Die sehen voll süß aus. Hier ist einfach so ein Museum direkt auch noch drin. Das ist leider alles auf Thailändisch. Ich verstehe leider kein Wort, aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Oh, so Massage, glaube ich. Da stand irgendwas wie Massage gerade. Kann man einfach so drauf trommeln. Das werde ich direkt machen. Wie cool, da. Und hier ist der liegende Buddha. Direkt da hinten. Schuhe muss man hier mitnehmen, deshalb habe ich die jetzt dabei. Und jetzt geht's rein zum liegenden Buddha. Dieser Buddha ist einfach so gigantisch. Das ist echt krass. Also ihr könnt da hinten vielleicht ja sehen, die Menschen, also die ganz da unten, die sind nicht mal so groß wie die Füße, nicht mal wie ein paar Fußzehen. Das ist echt krass. Am liegenden Buddha, ihr seht, er ist gigantisch, von hier bis hier, und ihr könnt einfach mal sehen, wie krass, wie riesig die Füße sind. Ich meine, mein Kopf,
und die Fußzehen. Und ich stehe schon auf Fußzehen. Der ist gigantisch. Und hier sieht man den Buddha auch nochmal von hinten. Fühlt niemand hier. Da hinten unglaublich viel. Das ist super krass, einfach hier nochmal sein zu können. Denn ich bin, wie gesagt, halt schon mit der Freude mal hier gewesen. Und es ist einfach super schön. So richtig tolle Erinnerungen kommen gerade wieder hinauf. Der liegende Buddha, hinter dem ich gerade stehe, ist einfach 46 Meter lang und insgesamt 15 Meter hoch. Und insgesamt kommen hier täglich mehr als 10.000 Besucher hin. Wattpo beendet und gefühlt direkt Striptease gemacht, weil es so warm ist. Hier sind wir einfach gerade drin gewesen, es ist so wunderschön und die Mittagssonne ist einfach gerade so brutal warm. Unfassbar, wie warm die Mittagssonne gerade ist. Ich habe nachher einen Tisch bestellt. Das Problem ist, hier in der ersten Reihe sind immer noch 4 Tische. Das wusste ich leider nicht. Und ja, ich wollte euch dann Sunset filmen nachher, weil es gestern ja nicht so gut geklappt hatte. Das Problem ist, nur noch 4 Tische immer, also 4 Personen. Oh Mann, ey, jetzt bin ich in der zweiten Reihe irgendwo. Ich bin jetzt in irgendeiner Seitenstraße und hier gibt es irgendwie so alle möglichen noch Fischsachen. Ich weiß nicht, was das ist. Sieht aber so ein bisschen aus wie Fisch. Tuk-Tuk sind einfach so unglaublich schön, da steht sogar noch Taxi drauf. Jetzt geht's in den Royal Palace. Ich bin gestern hier schon gewesen und ich habe mich gefragt, was hier ist, weshalb hier alles abgesperrt war. Also diese U-Bahn-Station, die waren hier komplett alles abgesperrt um die Zeit, wo ich gewesen bin. Und jetzt ist hier einfach komplett die Hölle los. 1000 Touris, überall alle Läden offen und so. Schon sehr krass. Es geht jetzt in den Grand Palace. Das ist das Ticket. 500 Baht hat das gekostet. Und jetzt geht es in den Königspalast hinein. Übrigens, drin darf man keine Bilder machen, aber draußen darf man. Die sind hier sehr, sehr strikt und man muss aufpassen, dass man nicht beklaut wird. Das habe ich meinen Rucksack vorne. Die sind hier aber sehr, sehr strikt. Man darf beispielsweise keine Leggings und sowas anziehen. Man muss schon irgendwas weiteres anhaben. Da oben ist einfach Glockenspiel. Ist mega schön einfach. Kostet zwar 500 Bar Eintritt, was umgerechnet um die 15 bis 20 Euro sind, aber es lohnt sich. Gott, ich glaube, ich habe Brandblasen an den Füßen. Wisst ihr eigentlich wie? Oh, wisst ihr wie? Oh, sogar im Schatten tut das weh. Ist unglaublich. Aua. Ich habe eh eine Blase schon. Ich bin gelaufen. Oh. Aber es. Ah. Gott. Oh. Okay, Leute, wie schaffe ich das jetzt? Von da bis da vorne. Meine Füße sind gerade einfach abgebrannt. Es war sowas von heiß, ist unglaublich. Zieh dich mal diese krassen Säulen rein, wie wunderschön die glitzern und so. Der Wat Pho war ja natürlich auch mega, mega schön, aber natürlich nicht zu vergleichen mit diesem Königspalast. Er ist so unglaublich pompös, besonders die Innenräume, die man leider nicht filmen kann. Es ist richtig, richtig schön. Wenn ihr hier seid, solltet ihr das Geld echt ausgeben, weil es ist einmalig.
In der ganzen Wandmalerei kann man auch so viele Details noch erkennen. Das ist so krass. Wie beispielsweise hier so ein paar Frauen. Ich bin jetzt die ganze Zeit nur hier gewesen, diesen Teil. Ich habe gefühlt 2 Stunden gefilmt. Jetzt sehe ich einfach, oh mein Gott, das ist gigantisch. Allein dieser Part hier ist wunderschön. Ich müsste unbedingt hin. Hier bin ich gerade. Tada! Ja, ich kann nachlesen, diese Chedi sind einfach Reliquien von Buddha. Der Part hier war wirklich unglaublich schön. Und jetzt geht's in den nächsten Part. Da hinten der Chedi, die ganzen wunderschöne Architektur hier, die ganzen Gebäude. Unglaublich schön. Wie wunderschön es hier einfach aussieht. Mein Gott, ich bin einfach nur begeistert. So, ich habe jetzt mal meine Haare hochgemacht, weil es ist so unglaublich warm. Und das da vorne sieht einfach so aus, dass man da schlafen kann. Sieht so ein bisschen aus wie ein Bett, oder? Der Mönch gestern hat mir ja vieles erzählt, beispielsweise auch diesen europäischen Einfluss. Und beispielsweise kann man es auch hier so ein bisschen an dem Tor, finde ich, auch erkennen. So in dem anderen Tempel, den ich euch schon gezeigt hatte, hat man es natürlich richtig erkannt an diesen Kriegern und so. Innen drin war so Thai-Style, außen war so europäisch angehaucht. Super interessant. Also das Gespräch mit dem Mönch war so interessant einfach. Total cool. Der wird gereinigt. Wo ich das gerade hier sehe, ist es unglaublich gepflegt, die Anlage hier. Übrigens, Leute, die Frau hinter mir, die ist so eine Schlepperin, sowas in der Art. Mir wurde schon ganz oft gesagt, dass der Königspalast erst um 12 Uhr aufmacht. Da war es 9 Uhr und die wollten mir irgendeine Tour noch anbieten oder sonst irgendwas. Also wirklich komplett um die komplette Mauer. Ich bin die ganze Zeit angesprochen, dass da kein Eingang ist. Der macht um 12 Uhr auf, um 1 Uhr, um 2 Uhr, um 3 Uhr. Der macht nie auf, nur für Thai-People. Und da kann man gar nicht rein für Touristen. Und man könnte ja das und das machen, die haben sogar so eine Karte und sowas. Lasst euch da nicht verunsichern. Ihr habt gesehen, wo der Haupteingang ist. Also man musste hier sogar durch so ein Gate sozusagen durch, um dass diese Schlepper da eigentlich sozusagen nicht so richtig reinkommen. Lasst euch nicht durch die Gegend mitschleppen und geht einfach da rein. Der hat von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr offen. Weil es ist einfach zu warm gewesen, deshalb fühle ich jetzt erstmal cool. Let's go. Badam, badam, badam. Oha, ich bin die Erste. Englisch von mir leer. Cool. Komplett für mich allein. Nice. Ich wusste nicht mal, dass hier ein Pool dabei ist. 1, 2 und. Oh mein Gott, da ist eine riesige Hundeschatten. Ich muss dir noch zeigen, bevor ich hier reingehe. Moment. Oh mein Gott. Da. Seht ihr die? Da. Warte, ich zieh mal schon. Jetzt gibt es ein bisschen Schwimm-Action. Ich habe gerade schon einen Zeitraffer eingestellt. Aber mir ist aufgefallen, es ist mir zu anstrengend. Deshalb schwimme ich noch mal einmal normal. Beziehungsweise ich blende euch einfach einen Zeitraffer ein. Es ist so anstrengend heute gewesen. Durch diese ganzen Tempel, über diesen krassen, warmen Wetter. Das ist erstmal so. Ich habe einfach nur 3 Stunden geschlafen. Leute, ich habe 3 Stunden geschlafen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Um 4 Uhr nachts war ich so. Es macht keinen Sinn mehr, weiter zu schlafen. Ich will jetzt Bangkok entdecken. Um 4 Uhr nachts. Und dann konnte ich bis um 6 Uhr nachts. Morgens nicht mehr schlafen. Da hatte ich keinen Bock mehr. Und dann um 7 Uhr bin ich am Frühstücken gewesen, weil der Pool erst um 9 Uhr aufmacht. Boah, war echt cool. Und seitdem habe ich echt schon viel entdeckt. Und jetzt haben wir 15 Uhr und um 17 Uhr habe ich den Tisch reserviert. Ich habe gerade am Pool einfach komplett alle Postkarten geschrieben, die rausgehen. Vielen lieben Dank an alle Supporter. Ich weiß echt sehr zu schätzen. Guck mal, wie viele das sind. Oh mein Gott. Dankeschön.
bin gerade Tuk-Tuk gefahren, Leute. Ihr solltet unbedingt immer verhandeln. Von 200 war es auf einmal die Hälfte. Also 50% on sale. Das Tuk-Tuk. Und jetzt geht's zum Restaurant, denn ich habe einen Tisch reserviert, damit wir die Abendsonne so schön wunderschön sehen zum Wat Arun. Das Essen war jetzt nicht so der Burner, aber dafür war die Aussicht total mega schön und man konnte den Wat Arun bei Sonnenuntergang sehen und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und jetzt geht's zum Weekendmarkt mit dem Taxi. Und ich habe mal wieder gehandelt. 403. Wir sind jetzt hier gerade auf dem Chatuchak Market. Das ist der Weekendmarkt hier. Was es hier alles gibt. Also hier ist es alles so richtig eingeteilt. Hier gibt es sogar auch so Spa und sowas. Voll interessant. Da bei 6. Ich habe gerade einfach so ein Weihnachtsoutfit eingekauft. Für 100 Baht. Voll krass. Kann hier einfach die Augenfarbe ändern. Das ist hier einfach gerade gigantisch. Echt heftig. Hier gibt es einfach Kebab. So berechnet ca. 2-3 Euro. Ich habe mir gerade jetzt einfach so einen Bananensmoothie geholt für 50 Baht. Und direkt 1,50 ca. So direkt frisch gemacht. Mit Milch. Oh, ich habe so lange keine Milch mehr getrunken. Ich hoffe, ich vertrage die. Oh oh. Und ich komme einfach nicht drauf klar, dass die Thais einfach auch Döner haben. Nessie improved, der schmeckt richtig gut. Der nächste Smoothie, das war ein Kokosmus. Oh mein Gott, schmeckt richtig natürlich. Der Markt ist irgendwie weniger touristisch, als ich gedacht habe. Ich habe gedacht, hier laufen nur so Touris rum. Direkt gegenüber vom Markt findet sich so ein riesen Einkaufszentrum, was eigentlich unten total zu aussieht, aber hier oben ist irgendwie gefühlt total die Hölle los. Oh mein Gott, hier gibt es ganz viele Kuscheltiere. Also hier unten ist halt wirklich gefühlt alles leer. Sieht so aus, als ob hier, keine Ahnung, es nichts gibt. Eigentlich wollte ich auch noch so einen Flughafenfriedhof besuchen, aber der ist leider nicht mehr da. Die haben ihn einfach abgerissen. Danke fürs Video, liken, kommentieren, dies, das, Ananas, tschö.